Es geht weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und ich bin gerade nochmal hier bei dieser Azora-Höhle. Denn ich sehe gerade nämlich, hier sind ja noch so zwei Fackeln, die man noch anzünden kann. Und ich würde sagen, das mache ich mal kurz, weil vielleicht bringt es ja noch was. Fackeln anzünden in Zelda ist immer gut. Und allgemein kann ich da auch noch tauchen. Und das könnte ja noch nützlich sein. Und tatsächlich, es gibt eine Truhe. Nice. Allgemein frage ich mich, was da drunter ist. Denn eigentlich wollte ich ja nur dieses eine Minispiel nochmal machen. Da musste ich ja dafür hier zur Azora-Höhle, um da auch schön schnell hinzukommen. Und Rüstung wechseln. So. Aber schön, dass hier noch was versteckt ist. Allgemein ist da noch nach unten. Da ist bestimmt auch noch was. Und es ist 50 Rubine. Oh, na gut, ist für ein Herzteil wäre es vielleicht so einfach. Auf jeden Fall hier drunter. Ne, da ist nichts. Aber hier. Hier kann ich noch weit nach unten. Wow. Das ist ja einiges. Da liegen so ein paar Rubine rum, aber ich habe schon das Maximum. Das da ist auf jeden Fall interessant. So, geh hoch. Kann ich mir schon mal die Bomben raussuchen. Ne, Moment. Das brauche ich noch. Licht auf Y. So. Da ist doch bestimmt was Nützliches versteckt. Und deswegen ist es ganz gut, dass ich noch diese Wasserbomben habe. Oh, ich hoffe, das reicht noch. Und? Nice. Ja, okay, ein paar Rubine. Ist hier nichts ultra-episches versteckt? Ich will Herzteile oder so. Oder zumindest ein Stempel. Irgendwas, was für die 100% gut ist. Sieht aber nicht ganz so aus. Das ist ein Zora, mit dem kann ich mal kurz reden. Vielleicht hat er ja irgendwas Tolles. Ja, ich weiß, ich will immer ständig hier haben, haben, haben. Aber, na gut, das passt ja auch zu dem Spiel. Und ich dachte, das ist voll das Secret, weil man es hier nicht einfach so hingeht. Schau dir mal diesen Felsen an. Spürst du nichts? Wie soll ich sagen? Also, es ist, als ob er einen anschaut. Ach so, das ist auch dieser. Jo. Das war dieser Meteorit, den wir praktisch da mal runtergeholt haben. Kann ich denn da vielleicht irgendwie. Dem Enterhaken vielleicht? Also irgendwas kann ich hier damit machen. Vielleicht einfach mal sprengen. So. Da sind so Augen drin. Jo. Oh, tatsächlich. Da war ein Gorone eingesperrt. What? Okay, hi. Oh, Bombentasche. Irgendwo voller Bomben. Ist sie jetzt größer? Ist die Tasche leer? Kannst du. Ja, die habe ich doch schon. Oder ist sie jetzt einfach größer? Tatsächlich, ich kann jetzt bis zu 30 Bomben mit mir rumtragen. Und ich habe jetzt. Ich kann doch was. Also, ich habe jetzt praktisch zwei Bombentaschen. Eine jetzt mit normalen Bomben und mit Wasserbomben. Also, ich kann jetzt beides mit mir rumtragen. Das ist ja cool, weil. Okay, cool. Dann kann ich den Kritikpunkt dann damit auch zurücknehmen, weil ich habe mich ja so daran gestört, dass ich sagte, er ist voll blöd. Da muss man für Kleinigkeiten mal ständig da die Bomben wechseln. Aber wenn man dann zwei Arten von Bombentaschen bekommt, dann hat sich auch das erledigt. Sehr gut. Das finde ich cool. Und ich sehe gerade, mein Timer ist völlig falsch eingestellt. Ich denke mal, das waren jetzt vielleicht 5 Minuten, die ich jetzt aufgenommen habe. Muss ich jetzt einfach dazu rechnen. Weil ich jetzt den nicht so richtig gestartet habe, beziehungsweise der hatte noch die Zeit vom letzten Part jetzt noch mit reingerechnet, was ein bisschen komisch war, weil ich den vergessen hatte zu resetten. Ansonsten gibt es hier noch was zu machen. Wir haben ja dieses eine Minispiel noch. Und vielleicht kann ich hier überhaupt als Link jetzt noch irgendwas machen. Zum Beispiel hier die Bombe. Kann ich, die Bomben kann ich hier noch nutzen. Beziehungsweise das kann ich dahin packen. Pfeile habe ich mal ganz gerne auf R. Und das nehme ich mal einfach noch so für Viecher. Für Insekten. Weil genau, hier waren ja noch einige Stellen, wo ich noch was machen konnte als Link. So als Mensch kam der nie so richtig hierher. So. Okay, nächste Stelle.
Vielleicht ist das ja auch einfach eine riesige Abkürzung. So, wo führt uns das hin? Sieht interessant aus. Okay, hier sind wir so eine Ebene tiefer. Okay, das sah erstmal aus, als ob da ganz viele Truhen wären. Da hinten ist eine Truhe. Weil komme ich wohl nicht dran von hier aus. Aber was gibt es denn hier noch? Also, das sind ja Stellen, hier konnte ich ja bisher nie hin. Wird sich schon irgendwie lohnen, denke ich. Okay, eine ganz neue Map. Wo komme ich jetzt hin? Ebene von Hyrule. Okay. Kann ich das überhaupt schon sprengen damit? Tatsächlich. Cool. Welcher Stelle ist das denn? Und oh, das Schloss hier total düster. So eingesperrt. Komme ich jetzt aber auch noch rein? Ist die Frage. Ich wollte ja eh unbedingt jetzt, in diesem Part wollte ich ja auch gerne nach Hyrule-Stadt. Ja, es ist ein völlig anderer Bereich, in dem ich glaube ich bisher nie hin konnte. Das ist ja cool. Also das sehen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise ich beschleunige das mal ein bisschen. Ich dachte, das ist ja glaube ich alles jetzt exklusiv zu diesem Bereich. Ich wollte eigentlich nur dieses eine Minispiel machen, aber man findet so viel noch auf dem Weg und das ist so cool, dass es eben noch so viel gibt. Achso, ich hätte so schon hier hingekommen, aber ich habe den Weg halt nicht direkt gefunden. Okay, aber hier ist auch noch so einiges Explosives. Hier kann ich was wegsprengen, eindeutig. Das machen wir dann mal, beziehungsweise ich kann Folgendes machen. So. Warum? Nee, ich will das mit denen... Achso, weil die Anzahl der Pfeile fix erzählt, ja. Warum wurden jetzt... So. Gut. Da wollte ich doch nur rein und... Ach komm, geht mir vom Leib. Wir gehen jetzt auch etwas stärker wegen dem Master-Schwert. Ich glaube, jetzt machen wir doppelten Schaden. So, und was befindet sich denn da drin? Wahrscheinlich geht es jetzt wieder zum Hylia-See irgendwie. Hä? Was ist das für ein Ort? Okay. So. Kann ich das... Reicht das? Oh! Scheiße! Okay, meine Flasche reicht nicht. Kann ich das denn sprengen? Nee. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier erst etwas später zurückkehren. Ich glaube, wir hatten das schon mal irgendwo gesehen. Da konnte ich auch nichts machen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie Feuerpfeile oder den Feuerstab oder irgendwie sowas. Ich denke mal, wenn wir dann das haben, sollten wir nochmal hierhin zurückkehren. Ansonsten gibt es jetzt auch noch irgendwas. Ansonsten würde ich dann wieder zum Hylia-See zurückkehren. Und dann, dass wir dieses Minispiel dann machen. So, und dann, um an dieser Truhe da hinten dran zu kommen, habe ich die Vermutung, dass wir vielleicht als Wolf da was machen können. Weil bestimmt kann Midna... Kann sie doch nicht. Ich dachte, dass sie uns dann da den Weg dahin führt. Macht aber nichts, denn wir können ja noch von oben da bestimmt noch irgendwie dran kommen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Muss ich da nur irgendwie erstmal hingelangen. So, und zwar... Obwohl, so leicht komme ich da gar nicht hin, sehe ich. Ich glaube, ich muss tatsächlich von unten aus irgendwie mit Hilfe von Midna nach da oben gelangen. Ansonsten, ich könnte da runter. Oder vielleicht kann mir der Enterhaken irgendwie helfen. Will sich doch schon irgendwas finden lassen. Moment, verwandel mich. Schnell. Achso, nein, ich wollte mit dir reden. Ja, ich soll nach Hyrule-Stadt, habe ich ja eh vorgehabt. Aber ich kann hier hin. Und da ist ein Insekt. Oh mein Gott, was sich hier alles noch finden lässt. Wow. Aber okay, ich find's geil. Ich liebe es ja so, wie diese Welt so groß ist. So. Ach, das ist sogar die Libelle, die ich noch brauchte, ne? Genau, Libelle männlich. Und ich hatte ja nur weiblich. Das heißt, dann haben wir jetzt auch beides zusammen. Nur, ich muss da noch irgendwie nach oben kommen. Kann mir Midna da helfen? Beziehungsweise, Moment, da ist noch eine Truhe. Die öffnen wir und... Ja, okay, war klar, 10 Rubine. Dem Enthaken kann ich wahrscheinlich da nichts machen. So.
oder? Nee. Schade. Dann in Wolfsgestalt vielleicht. Obwohl, kann ich nicht... Ach, ich kann noch von da drüben. Kann ich doch bestimmt da irgendwie hochkommen. Außerdem ist das da so tief. Da ist doch... Das sind total viele Felsen, die ich wegsprengen kann. Da ist doch auf jeden Fall noch was versteckt. Beziehungsweise die mache ich mal auf Y. Bomben auf X. Und Pfeile auf R. Also Pfeile habe ich, wie gesagt, allgemein immer ganz gerne auf R. Hier ist auch wieder so viel. Wow. Wie gesagt, ich wollte ja meine Parts anders gestalten. Ich wollte das schneller machen. Aber hier ist so viel, was wir nebenbei noch machen können. Wie gesagt, ich finde es geil. Ich finde es geil, dass das Spiel so viel zu bieten hat. So. Ah, okay, aber wahrscheinlich nur wegen Ruinen. Obwohl, der ist so auffällig in der Wand. Da könnte tatsächlich noch was hinter versteckt sein. Gotta go fast. Obwohl, na gut, gotta go fast, das hatten wir schon im Seeschrein. Also, wenn was schnell ist, dann das. Die Laufgeschwindigkeit dort, als wir die Strömung hinaufgelaufen sind. Okay, ansonsten. Ist noch irgendwo irgendwas, irgendwie, irgendwann, irgendwarum. Nö. Gut, da geht sonst noch die andere Map zurück. Aber hier ist auch noch was. Konnte ich schon mal diesen Weg entlang gehen? Ist mir auch so neu und ich kann hier hoch und hier ist so viel. Wow. Und ich hoffe, dass mir Midna hier helfen kann. Ah, okay, dann wechseln wir eben kurz die Map. Obwohl, ich muss da irgendwie hochkommen, mich verwandeln können. Vielleicht einfach mich so ein bisschen mehr am Rand stellen oder so. So. Okay, gut. Man muss mich so ein bisschen versteckt halten. Nice. Okay, es funktioniert. Sehr gut. Weil ich meine, wir sind ja auch so hier hochgekommen beim ersten Mal. Und hier könnte ich mich ja zurückverwandeln. Oder ich mache es mir einfacher. Ich hoffe nur, dass sie mich jetzt zu dem Bereich da drüben hinführt. Oh, und eine Truhe. Gut. Jetzt bin ich also schon mal hier oben. 20 Rubine. Aber ich glaube, da war ja noch mehr. Oder war das echt schon alles? Na gut, aber selbst wenn, haben wir auch wenigstens die Truhe bekommen. Beziehungsweise, was ist denn hier noch? Geht es einfach nur nach oben, oder... Ist hier noch ein großes Secret. So. 5 Rubine. Aber es ist noch mehr. Was ist jetzt die Frage? Führt es jetzt nur nach oben? Ich bin gespannt. 10 Rubine. Und ich glaube, das führt es einfach nur wieder nach oben. Ja. Okay. Aber macht nichts. Moment! Da war noch ein Lichtgeist. Da. Ja komm, den hole ich mir noch kurz. Ach so, weil es gerade Nacht geworden ist. Er war schon die ganze Zeit dort, nur ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah. Ach so, und die führt mich so schon nach oben. Ja komm, das machen wir noch kurz. Das cutte ich jetzt auch nicht oder so. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Wie gesagt, die möchte ich auch gerne dann gleich mal alle schon mal abgeben. Weil ich bin mir sicher, wir kriegen schon mal was Cooles dafür. So. Und der Fangstoß. Und er schon wieder. Hatte ich beim letzten Mal auch gehabt, da habe ich ja danach so auf die Fresse bekommen. Junge! Chill! So, jetzt aber. Gut! So, Geisterseele. So, waren das alle? Oder ist denn noch irgendwo so ein Assi? Jetzt bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Da drüben. Okay, da komme ich ja problemlos hin. Kann ich einfach hinschwimmen. Ich weiß, dieser und der letzte Part sind jetzt gleich gerade nicht die aufregendsten. Und ich cut jetzt auch gerade ein bisschen weniger als sonst. Aber es liegt einfach daran, dass ich auf Anhieb jetzt hier so viel auf einmal finde. Weil einfach so viel auf einmal zu erledigen ist. Man findet halt immer wieder was Neues. Aber wie gesagt, ich finde sowas richtig geil bei einem Spiel. Dass man auch sonst schon Sachen einfach so findet, ohne jetzt groß gerade zu suchen danach.
steigert so ein bisschen wirklich diesen Erkundungsdrang. Und ich, wie gesagt, ich liebe ja Spiele, wo man viel erkunden kann. Deswegen spiele ich auch gerne so viele Spiele dann komplett auf 100%, weil das ist so ein bisschen dieser Reiz von mir. Ich möchte das Spiel dann auch gerne pur genießen und euch eben auch ein bisschen dran teilhaben lassen. Jetzt kann man natürlich wieder diese Debatte aufgreifen, dieses typische, ey, wenn jemand ein Spiel 100% spielt, warum sollte man sich das ja noch kaufen? Weil es gibt ja oft die Debatte, dass ja viele behaupten, dass Let's Plays ja Publishern schaden würden. Gerade dadurch, dass der Let's Player das Spiel ja für einen ja komplett durchspielt. Und man sieht dann ja auch alles so, oh, was kriegt man, wenn man nicht 100% erreicht hat und so. Und man hat dann ja diesen Reiz als Spieler dann ja nicht mehr. Das wird ja oft behauptet. Wenn das jetzt ein Spiel ist, das einen vielleicht wirklich nicht so interessiert, dass man sagt, ey, das reicht mir, das so zu gucken, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal extra kaufen und extra spielen, dann ist das ja so, dann würde man es ja so, sowieso nicht kaufen, ob man das jetzt als Display sieht oder nicht. Aber ich meine auch immer, wenn man es jetzt selbst spielt, ist es nochmal was völlig anderes, als wenn man jetzt nur ein Display dazu guckt. Das ist ja auch so das eigentliche, warum Let's Plays jetzt eben jetzt nicht so schädlich sind, wie das alle behaupten. Nintendo versteht es leider nicht komplett so ganz, oder die verstehen es, aber wollen trotzdem Geld haben, weil ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ihr seht ja auch auf den Videos hier, auf so gut wie jeden Part hier, ich sag mal, auf 90% von allen Zelda Twilight Princess Parts ist auch keine Werbung geschaltet. Oder wenn Werbung geschaltet ist, dann kommt die nicht von mir. Das liegt einfach auch daran, dass in jeder Part geclaimed wird, fast jeder. Also sprich, ich bekomme keinen Cent dafür, das Let's Play, kann man sagen. Oder wenn, ich sag mal, von... Wie viele passen jetzt oben? Ich glaube, das sind schon... Das ist jetzt ja schon der 33. Und ich glaube bisher... Ich glaube bisher nur zwei Parts davon sind verschont geblieben, dass ich die... Ach nein, ich wollte das nicht. Ich habe mich vertippt. Und ungefähr zwei Parts sind, glaube ich, davon verschont geblieben. Das ist wieder... Ach nee, das Viech habe ich ja schon, die Libelle. So, auf jeden Fall können wir jetzt endlich das machen, was ich von Anfang an machen wollte. Hier die Minigames. Und zwar angeln können wir nämlich einmal hier. Und zwar... angeln mit Pose und Köder. Anfänger willkommen. Komponente, Begleitung wird gestellt. Gut, dann gehen wir erstmal nämlich hier rein. So, Angelteich. Wird die Angel auch mal tatsächlich mal wichtig? Allgemein, das ist ja eine riesen Map hier. Und ich sehe jetzt wieder ein Insekt. Also, mein Erkundungsdrang wird... Das ist ein Herzteil sogar. Das war noch nicht mal ein Insekt, das war ein fucking Herzteil. Ja, her damit. Was reicht nicht, nein. Vielleicht kann ich ja schwimmen und ich kann beim Schwimmen da den Enterhaken nutzen. Und zwar... So. Vielleicht kann ich mir ja dabei irgendwie das schnappen. Oh ja, komm zu Papa. Hä? Hä? Wo ist das? Habe ich das jetzt? Es kam einfach nur keine Animation. Nee, ich habe das nicht. Was ist jetzt mit dem Herzteil passiert? Hä? Jetzt bin ich aber verdutzt. Ich will mein Herzteil haben. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nicht so richtig tauchen. War das jetzt, ist das jetzt gerade irgendein Bug gewesen? Ach so, das Herz lag jetzt direkt unter mir. Das war jetzt komisch. Also ich habe es wohl nicht richtig gegriffen oder so. Keine Ahnung, was jetzt da gerade passiert ist. Das war ganz komisch jetzt gerade. Ich konnte ja auch gerade nicht so richtig tauchen, weil ich stand wohl auf irgendeinem... Ich stand jetzt wohl auf irgendeinen Grund noch. Das war jetzt gerade komisch. Zumal ich ja das Herzteil ja ganz exakt zu mir hingezogen habe. Und das wurde ja auch so von der Animation her so gezeigt auch. Aber okay, ich will nicht meckern. Ich habe mein Herzteil und bin damit zufrieden. So. Gibt es denn hier sonst noch was? Hier ist noch einiges. So die Frage. So die Frage, ob das auch was bringt. Da ist noch Wasser. Aber ich sehe jetzt nur, unter Wasser ist hier nicht wirklich viel los.
Oder? Na, nicht wirklich. Oh, da sind Enten. Cool. Boah, musste mal kurz niesen. Mal wieder. Ja, kaum fängt der Frühling an. So langsam ist wieder meine Allergie zurück. Yay. Halte die Natur sauber. Müll gehört nicht in den Teig. In den Teich. Das stimmt. Boah, ich finde das so asozial, wenn welche einfach immer den Müll einfach überall hinschmeißen. Es gibt teilweise Straßen. Ich habe mal eine Straße gesehen. Da war so ein Gebüsch und oder so eine Hecke, sowas war das. Also rechts daneben war dann irgendwie so ein Laden. Und an dieser Hecke war alles voller Müll. Das war alles voller Verpackungen und zerstörten Flaschen und... Alter, ich hab's so assi gefunden. Und dann fragt man sich doch manchmal, was sind das für zurückgebliebene Leute? Warum? Wozu? Vor allem stand da irgendwie, ich glaube, 20 Meter weiter Mülleimer. Alter, man kann doch nicht so faul und so dumm sein, ey. Vielleicht wenn es ein Kaugummi ist, weiß nicht. Finde ich auch schon asozial, machen ja auch schon viele. Obwohl, den selbst bei Kaugummi muss das auch nicht sein. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Mir gehört dieser Angelteich. Sena ist mein Name. Schön, dass du hier bist. Okay. Und irgendwie sind ja die ganzen Bewohner, die haben wohl alle schon krasse Fische geangelt. Gut. Ich habe nur leider meinen Regenwurm nicht mehr dabei, meinen krassen Köder. Aber gut, machen wir dann mal. Okay. Besonderen Service und Begleitung umsonst. Also gehen wir. Okay. Ach so, dann die Angel brauche ich erstmal. Die lege ich mal auf Y. Ach so, ich kann jetzt rudern. Ich wollte nicht auswerfen. Oh, jetzt kann ich zwar hier richtig nutzen auch. Jetzt nicht so wie in Ordon. Ich würde sagen, erstmal einrollen. Ich wollte das ja noch gar nicht auswerfen, dann noch ein bisschen tiefer ins Meer rein. Geht das jetzt echt so langsam? Tatsächlich. Ich wollte noch nicht... Nicht. Zurück. Ich will noch ein bisschen... Hä? Ich drücke ja B. Achso, weil die Angel auf B ist. Achso! Ich kann einfach die Falltastenlücken so bewegen. Ich dachte, ich muss B drücken oder so. Ja, aber das war... Das sieht man öfter einfach. Überall, weiß nicht, irgendwelche zerstörten Glasflaschen. Da... Ah, Gott. Bestimmt bei den Korallen, das ist bestimmt was Geiles. Ah, jetzt regnet es auch. Jetzt jagt der Regen in die Fische nachher. Ach so, das war gar keine Korallen. Das ist nur Spiegelung von den Bäumen. Oh, das ist cool. Das ist irgendwie... Das hat irgendwie voll die chillige Stimmung gerade. Ich auf jeden Fall da drüben mal in dieses größere Wassergebiet. Oder hier. Hier ist auch gut. Ja, hier ist gut. Ja. Ich würde sagen, ich werfe dann mal aus. Obwohl, aber nicht so weit. Nein, doch nicht so weit am Rand. Ich glaube, so viel bringt das nicht. Ja, dann manchmal, also ich verbinde das jetzt ja, ich verbinde das dann eher mit so einer Art absoluten Faulheit einfach und so ein Egoismus, den ich einfach nicht nachvollziehen kann. Weil wie gesagt, das war auch an vielen Straßen, das ist so eine Menge, die da rumliegt. Ich bin jetzt nicht gerade so der absolute Öko-Fuzzi, sowas. Weil ich wollte nicht wissen, wie viel Strom ich mal benutze, solange ich meinen PC immer anhab. Zum Beispiel jetzt, aber... Das sind ja so Sachen, die kann man ja locker vermeiden einfach. Das ist überhaupt kein Problem, das ist auch überhaupt kein Aufwand. Na gut, dann gibt es wieder diese Leute, die meinen, ey, ich bin voll cool. Das ist nicht cool, das ist idiotisch. Sagen so, ey, ich bin voll cool, ich scheiß jetzt drauf, ey, ich halte mich jetzt nicht an Gesetz, weil ich cool bin.
Das ist nicht cool. Das ist idiotisch. Man muss sich jetzt nicht komplett an alles immer halten. Das ist ja, meine ich ja nicht, aber jetzt so Kleinigkeiten, so. Weil ich weiß nicht warum, aber es hat sich wohl irgendwie eingebürgert, dass es voll cool wäre, mal irgendwas zu machen, was sich nicht gehört. Das ist so eine dumme, nicht weit gedachte Denkweise. Auf jeden Fall kann ich hier irgendwas machen. Ich habe das Gefühl, ich sollte da irgendeinen Köder dranhängen. Oder ich habe da nichts, glaube ich. Ich glaube, ich sollte den anderen mal zurückkehren. Ich glaube, ich muss hinter dem Köder zurück. Ich habe ja auch keinen dabei. Ich hatte ja mal so einen Regenwurm. Den habe ich aber wieder weggemacht, weil ich ja anderes dann lagern wollte. Ich glaube, wir lassen das besser. Was möchtest du? Ach so, Köder wechseln. Ach so. Gleich nach rechts und links und lockt viele Fische an. Große Fische aus der Tiefe an. Okay, nervöse Fische. Dann würde ich sagen, nehme ich mal hier den Rasselwobbler. Weil große Fische will ich schon gerne haben. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück in dieses Gebiet mit dem tiefen Wasser. Ich wollte mich jetzt gerade aufhören, weil ich dachte, ich muss gleich eigene Köder benutzen. Aber nee, das passt dann ja. So, würde ich sagen, werfen wir mal aus. So. Aber na gut, ich muss auch sagen, so allgemein, man sieht sowas oft irgendwie, so dieses typische, ey, mir ist alles egal und alle anderen Menschen, Hauptsache ich. Und weiß nicht, ich halte gar nichts davon. Sollte man auch nicht. Man sollte immer in einem gewissen Maße auf sich achten. Also ich würde es auch behaupten, es ist auch, man muss jetzt auch nicht alles jetzt für jeden machen, man muss jetzt nicht jeden alles recht machen, sollte man auch nicht, ist auch nicht so gesund, wenn man es zu sehr übertreibt. Aber man sollte nicht, irgendwie absichtlich anderen irgendwie schaden. Oder wenn, zumindest wenn es vermeidbar ist. Oder irgendwie völlig grundlos irgendwas Dummes machen. Einfach nur, um irgendwie, keine Ahnung, dieses Image zu steigern. Weil, wenn man sich so dumm und assig verhält, dann zieht man auch nur solche dummen Assis an, die vielleicht dann sowas cool finden. Da stellt man sich ja die Frage, will man solche Leute anziehen? Na gut, ich weiß nicht. Vielleicht sind das ja Menschen, vielleicht denken die einfach nicht so weit. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Klingt vielleicht beleidigend, aber ist meine Behauptung. Die denken vielleicht einfach nicht so weit. Oder denen ist das vielleicht sogar egal. Vielleicht wissen die ja auch, dass die asozial sind. Also ich meine jetzt nicht so was mit dem, wir jetzt, jetzt Plastiktüte jetzt auf den Boden bringen. Ich meine jetzt auch andere Faktoren und... Nice! Ich meine jetzt auch andere Faktoren. So dieses, also dieses dumme Verhalten teilweise, was man von einigen kennt. Boah, komm her, mein Junge. Komm schon. Landen. What? Landen. Oh, nice. Bravo, dein erster Fang beim Köderfischen. Cool. Oh, ein Ordon Wales. Nicht sonderlich beliebt. Hat zwar ein ganz süßes Gesicht, aber der ist so schleimig. Ist etwa 61 cm groß. Behalte ich mal. Ist bestimmt nicht schlecht. Und ansonsten würde ich sagen... Ach nein, ich wollte zurück. Ich habe die Knöpfe verwechselt. So. So, wie komme ich denn jetzt nochmal hier weg? Aufhören zu angeln. Ja, ich will wirklich aufhören. Okay, ist er denn jetzt voll groß? Kriege ich jetzt dafür ein Herzteil oder voll krass viele Rubine? Wäre voll gut. Ach, das hat wirklich Spaß gemacht. Fische, die du behalten hast, kommen übrigens in das Aquarium. Lass uns bald mal wieder zusammen angeln gehen. Okay. Bringt das denn jetzt irgendwas? Und ein Vogel. Ist das jetzt echt nur so aus Spaß? Oder bringt das jetzt irgendwas, dass man vielleicht, wenn man einen Fisch kriegt, der richtig groß ist, dass man auf einmal ein Herzteil bekommt oder so? Weil ein Minispiel in Zelda, für das man am Ende nichts bekommt, das halte ich für ein Gerücht. Okay, na gut, das hat sich jetzt alles ein bisschen länger gezogen. Vielleicht hatte ich auch da gleich ein bisschen noch was raus, mal gucken. Oder vielleicht, beziehungsweise, vielleicht habe ich jetzt bis hier schon ein paar Sachen auch noch rausgekartet, die sich vielleicht ein bisschen lang gezogen haben, wo ich kaum was gesagt habe.
Ansonsten würde ich dann gerne hier nochmal vorbeischauen zum Abschluss. Und dann, dass wir beim nächsten Mal dann hoffentlich mal nach Hyrule-Stadt kommen. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Ja, wahrscheinlich, weil Nacht ist oder so. Oder kann ich hier echt nichts machen? Ich kann aber zumindest da mal reingehen. Oder auch nicht. Okay, geil. Okay, dann lasse ich das dann auch erledigt. Na gut, dann würde ich sagen... ist hier irgendwo nichts, irgendwo wo keine Menschen sind. Da würde ich nämlich sagen, gehe ich dann schon mal in Richtung Hyrule-Stadt. Und sind es dann dort beim nächsten Mal dann um. Weil, wie gesagt, ich würde ja gerne noch die ganzen Gespensterseelen noch übergeben. Was hat das mit diesen komischen Uhren oder was das ist auf sich? Na gut, auf jeden Fall, das gucken wir uns dann alles beim nächsten Mal an. Und vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Antworten. Wir sollen ja auch nochmal bei Thelma vorbeischauen. Na gut, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und bis dann.